So, moin, herzlich willkommen zur Fragestunde mit Mama Harms und mir und Chris Harms. Ihr habt das seit vielen Jahren schon gefragt, ob man sowas mal machen kann. Jetzt nach vielen Jahren haben wir uns gedacht, machen wir das einfach mal. Und ihr habt uns Fragen geschickt an meine Mutter. Das klingt so komisch, das sagen an meine Mutter, an meine Mutti, an meine Mama, an meine Mami und mich. Und ja, die gehen wir hier einfach durch. Und wir können nicht alle beantworten, weil es waren tatsächlich hunderte Fragen. Aber viele von den Fragen waren auch zum Teil relativ ähnlich. Das heißt, unter Umständen wird auch eure Frage indirekt beantwortet. Falls ich mich nicht irre, spielst du auch selbst Gitarre. Hast du Musik studiert oder war Gitarre einfach nur ein Hobby? Für mich. Ja. Für mich war es Genau, ein. die Frage ist an dich, nicht an mich. Also. Genau. Ach so, klar. Nein, das war ein Hobby und das habe ich mir teilweise auch selbst beigebracht oder gute Freunde haben das mit mir zusammen gemacht. Später haben wir auch noch mal ein bisschen auf die Noten geguckt, weil ja auch der Vater, der Papa von Chris, auch Gitarre gespielt hat und dann haben wir das zusammen ein bisschen gemacht. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch für mich, habe das auch noch in meinen Büchern auch Texte geschrieben, Lieder geschrieben, ganz für mich. Wenn ich mich recht erinnere, hast du als Kind schon angefangen, Gitarre zu spielen, Ich oder? habe 15 war ich, ja. Weil du hast, ich habe deine erste Gitarre noch. Genau, Die ist ich war zwar für inzwischen leider ziemlich verschimmelt, weil leider, die leider. in einem Keller lange stand. Ja, habe ich von in dem Internat hatte eine, wo ich gewesen bin, hatte eine Gitarre und das fand ich also ganz toll. Und gesungen habe ich immer schon gerne. Also manchmal habe ich mir selber auch was vorgesungen und auf der Toilette auch gesungen, egal wo. Es mochte ich einfach gerne und auch Verschiedenes. Also ich war nicht festgelegt auf irgendetwas, konnte traurig sein, konnte lustig sein, spannend oder wie auch immer. Jedenfalls habe ich dort erstmal probieren dürfen auf der Gitarre und das war dann mein Wunsch an meinen Großvater. Er hat mir dann zum 15. Geburtstag eine Gitarre geschenkt. Hier ganz in der Nähe gibt es dieses Geschäft noch, eine Und wir haben Musikgeschäft. auch häufig zusammen gesungen abends. Also, Ja! dass du, wenn du mir als ich Kind war und Ja! du mir Gute Nacht gesagt hast, kamst du häufig Immer! mit der Gitarre und dann haben wir noch zusammen was gesungen oder du hast mir was vorgesungen. Also, Ja, erstmal war es das Gute-Nacht-Lied und dann Bayushki noch Bayou. Bayushki Bayou, ja. Und dann haben wir es zusammen gesungen Und und Muschi Katze wird zu Bett gebracht. ganz Ja. wichtig, Ganz wichtig, Muschi ja. Katze wird zu Bett gebracht. Ja, das habe ich dann auch Ja. Mika vorgesungen, als er ein Baby war. So süß. Also wirklich so süß. Und das habe ich von meiner Mutter. Und ich habe mal gegoogelt, ob es dieses Lied denn Ja, tatsächlich gibt. Es gibt gibt es. Es es. gibt es in verschiedenen Versionen. Es Ja. ist ein traditionelles Ja, russisches ganz, ganz Schlaflied oder niedlich. Kinderlied. Ja. Ja. Nein, da habe ich auch gar nichts vergessen. Und das war dir auch wichtig. Ich war die mit der Gitarre Genau, aber ich an weiß deinem es, Bett und also. Papi hat dir vorgelesen. Ja, aber Also er hat auch, das. ich kann mich auch erinnern, dass er auch ab und zu mal Gitarre gespielt hat, aber es waren dann irgendwie Ja. eher so, keine Ahnung, so Beatles-Songs oder solche Sachen und sowas. Ja, aber Ja, wir aber haben er hat auch ein paar Sachen so, oder so Liedermacher-Kram, Hannes Wader, Reinhard solche, May, ja, auch mit sowas, Freunden genau, zusammen also haben das wir weiß ich das schon, ja. gemacht. Doch, ich Also es auch. stand immer eine Gitarre zu Hause rum und das Ja. war auch der Grund, warum ich irgendwann zu einer Gitarre gegriffen habe, weil ich habe ja eigentlich Cello gespielt. Wie ihr wisst, Richtig, aber es ja. stand halt eine Gitarre zu Hause rum und ein Klavier von meiner Schwester und eine Geige. Genau. Und ja, unser Klassenlehrer, der war ein super Blues-Gitarrist und der hatte auch immer eine Gitarre mit. Und da haben wir Ja, zusammen dann dann habt ihr auch. das zusammen, Also, wir haben das. immer abends haben wir immer den gesamten Schlafsaal zu zweit bespaßt. Ja. Die ist interessant. Hättest du je gedacht, dass Chris jemals als Musiker sein Geld verdienen wird? Weil ich verstehe die Frage, weil es ist ja schon ein schwieriger Weg. Also das ist Ja, ja. an Sicherheit habe ich nicht gedacht, sondern ich habe eher daran gedacht, wo auch noch andere Vorlieben da waren von dir. Ja, Du klar. hast immer also diese ganzen Medizini-Heftchen gelesen und Ja, ich wollte wolltest auch mal Arzt. Zahnarzt oder Chirurg Ge werden. Also so genau. ist es ja nicht. Ja, doch, du hast. Dr. Du, Harms Herzchirurg. nein, du hast. Also, nein, das war jetzt gar, das war tatsächlich ernsthaft. Du hast uns da richtige Vorträge gehalten, was du da gelesen hast. Und ich immer, bups. Also als ob man Also es wirklich ich war wusste. als Kind schon Nerd, ihr merkt das. Also Das Christian war ist. immer, Ja. der hat nicht geruht mit irgendwas, der war immer Leben im Haus, war immer lebendig. Die Frage finde ich ganz gut.
die wird mir extrem schwer fallen, weil ich sowas immer nicht kann. Aber welches Lord of Lost Lied gefällt dir am besten, wenn du dich entscheiden müsstest? Oder ich stelle es mal anders. Gibt es bestimmte Lieder, die für dich herausstechen, wo du sagst, die findest du besonders schön? Ich halte mich einfach an einem Lied fest, weil ich mag sie fast alle. See you soon. Ah, oh, der Song ist aber auch so unfassbar depressiv, ne? Natürlich. Aber ja, dann dieses Video dazu und ihr habt das dann ja auch mit der Klassik verbunden, mit dem Ensemble. Also wirklich, wirklich, das ist, da gibt es ja auch dieses Gothic meets Classic in Leipzig. Und da gibt es ja auch die Aufnahme, kann ja jeder googeln und See You Soon machen, hören. Ich glaube, See You Soon kennen alle, die Zuschauer. Kennen alle so, aber und ja, die es noch nicht kennen. Ja. Und es war ja auch in Leipzig, wo ihr da gespielt habt, dann aufgetreten seid mit dem Orchester. Es war das Publikum, also die sind also aufgesprungen. Also das war wirklich, die waren so begeistert. Danach dann, nicht währenddessen. Nein, nicht währenddessen. See You Soon. Nein, danach. Und okay, oh, die ist auch ganz gut. Bei wie vielen Konzerten von mir warst du schon? Und du musst, glaube ich, gesagt, und du musst Auftritte im Schulorchester mit einbeziehen. Also wie viele? Nicht. Also 400 oder 1000? Sowas in der Richtung. Also wie viele Konzerte? Können wir uns einigen auf 200? Das ist aber wenig. Okay, gut. Okay, 200, okay. Hast du dich mit, also sie ist an mich die Frage, hast du dich mit deiner Mutter während der Pubertät gut verstanden? Ja, auch. Also ich glaube, es gibt kein Kind, was nicht in der Pubertät mit seinen Eltern aneinander rasselt oder auch umgekehrt. Und also natürlich, bei uns zu Hause sind auch Türen zugeschmissen worden und ich habe Sachen kaputtgeschlagen, weil ich wütend war und wütend rumgebrüllt. So was macht man in der Pubertät? Weiß ich gar nicht. Doch, auf jeden Fall. Ich müsste mich jetzt anstrengen, um mich daran zu erinnern. Doch, es gab schon verschiedene. Ja, du warst so mit 18, 19. Ja. So, ja. Also das war für mich immer noch Pubertät. Einige sind dann vielleicht fertig, aber nee, das für mich war die schwierige Phase, wo ich stressig wurde und wo wir uns auch gestritten haben, war ich 18, 19. Ja, glaube ich auch. War jetzt nicht so, dass es eine grundsätzlich schlechte Stimmung bei uns gab, niemals. Nein. Sondern das ist halt als heranwachsender junger Mensch und wo man mit Sachen konfrontiert wird, die schwierig sind, da sind Eltern halt einfach eine Weile dann einfach nicht cool. Und alles, was die Eltern sagen, ist dann halt auch scheiße. Und da können die uns auch, egal wie gut das ist oder wie gut das gemeint ist, was die Eltern sagen, teilweise sogar je besser es gemeint ist, umso beschissener findet man das. Das ist ja so die natürliche Abwehrreaktion, was mit Abnabeln und mit sich seinen eigenen Weg schaffen zu tun hat. Das funktioniert leider komischerweise bei vielen Kids immer über diese Hürde. Und wir kennen das alle. Also ich weiß nicht, wer das nicht kennt. Also ja. Ich glaube, ja. Ja, wir haben uns während der Pubertät gut verstanden, aber nicht immer. Also natürlich habe ich auch mal gestresst. Woher hat Chris die musikalische Seite? Gibt es andere Vollblutmusiker in der Familie? Ja, es gibt mütterlicherseits bei mir einige, aber das ist lange her und die sind auch nicht ganz unbekannt gewesen, aber auch im Ausland. Schweden oder Norwegen? Schweden war das, ja. Wie hieß der nochmal? Es ist Hans Biengang und hat ein Orchester gehabt. Er hat das ist aber, so Big Band-Kram, ne? Ja, er eigentlich kommt er aus der Klassik, hat noch in Potsdam vorher gelebt und hat dann eine schwedische Frau kennengelernt und hat dahin geheiratet. Und dort hat er dann ein Orchester gehabt. Ah ja, aha. Also, wie denkst du und dein Mann darüber, dass euer Sohn beim ESC-Vorentscheid ist? Wie wir darüber denken? Zitter! Ich habe gedacht, oh Christian, eigentlich wäre ich ja gerne dabei, aber andererseits, nein, bitte nicht. Also ich glaube nicht, dass ich das aushalten könnte, weil ich dann so die Daumen drücken würde, dass natürlich unsere Jungs, das sind alles meine Jungs, das ist meiner, und die Band und Co. sind alles meine Jungs. Also wir sind da immer gern gesehen und ich weiß,
wie die sich ins Zeug legen. Wirklich, wirklich, wirklich. Und das ist so schön, wenn du sagst, das sind alles meine Jungs. Deshalb gibt es bei uns inzwischen auch in der Lord of Lost Band und Crew auch die Bezeichnung unser aller Mutter. Also habe ich auch schon mitgekriegt. Aber Mutti gefällt mir best. Wenn meine Eltern dann Backstage kommen, dann heißt es, Achtung, Leute, unser aller Mutter ist wieder da. Ja, nee, also das ist wirklich, hier geht es ja, das bin ich ja nicht gewohnt. Also wenn wir Konzerte sehen, dann genießen wir das und freuen uns daran. Und wenn wir das jetzt hier sehen und das geht um die Wurst, boah, das ist neu. Und da hätte ich ein bisschen... Dann kommen wir doch zu noch einer anderen Frage, die... Die wurde häufiger gestellt, deshalb fasse ich sie jetzt allgemein in Worte. Wie war das denn letztes Jahr im Sommer in Berlin bei Iron Maiden und Lord of Lost? Das war einmalig. Also erstens kannte ich nie so viele Menschen um uns herum. Wir wurden sehr lieb hier von der NASA, der Lichtfrau, die sich unsere angenommen hat, damit wir nicht verloren gehen. hat uns mitgeschleppt, hat uns unseren Platz gezeigt. Ihr saßt doch ganz nah bei ihr, ne? Ja. Also vor dem Licht- Mischpultplatz. Genau, und da haben wir gesessen und inzwischen kennen wir das, dass man auch angeguckt wird von den anderen Zuschauern, die ja meistens jünger sind als wir, lässt sich denken. Ne? Unsere Generation... Wie alt bist du jetzt? Ende 50, ne? Christian, dann wärst du auch süß, so klein. Das ist so etwas, wir gehen damit um und ganz natürlich, aber da waren die alle... diese Bühne und die machen das da und die machen das so perfekt. Das Interessante war ja bei der Iron Maiden Show, dass das Publikum vom Alter extrem gemischt war. Es waren jetzt wenige da, die in eurem Alter waren. Kaum. Aber trotzdem hast du, also so Ü60 war ganz das viel. Das waren viele. Ganz viel da, bis so an die 70 kratzend. Aber weil auch, das ja für Iron Maiden gesagt. Genau, aber auch Teenager trotzdem. Mhm. Ne? Also du hast, das ist das Interessante an Iron Maiden, dass das so eine Band ist, wo auch die Fans nachwachsen. Ja. Also stimmt. Es ist nicht so, dass die Band mit ihren Fans altert, sondern du hast wirklich auch ganz junge Metal-Fans, die Maiden hören. Das ist ganz so wie bei die Ärzte auch. Ja. Da wachsen auch immer wieder Fans nach. Klar, es ist ja auch die Musik als solche, die da genau auch passt. Ja, aber es ist trotzdem, ich finde es bei Maiden interessant, weil Iron Maiden eine Band ist, die relativ wenig mit der Zeit gegangen ist. Die Musik hat sich weiterentwickelt in verschiedene Richtungen und Iron Maiden klingen immer noch sehr klassisch, so wie sie damals klangen. Natürlich kamen immer andere Einflüsse rein, aber es ist jetzt nicht so, dass Iron Maiden quasi sich der musikalischen Entwicklung der Zeit angepasst hätten, sondern die haben immer noch ihren ganz klassischen Sound. Und dass das immer noch was ist, wo junge Leute drauf anspringen, finde ich total geil. Ja. Also das freut mich total. Ja, ja. Das ist mega gut. Und es gibt kaum jemand, der die nicht kennt. Naja, so. Klar. Egal, wie alt die sind, ob jung oder... Ja, zumindest den Namen kennt man oder das Logo, wenn man es mal gesehen hat. Vielleicht kennt nicht jeder, den du auf der Straße fragst, einen Song, aber es kaum einer sagt, wer ist das? Als ich dieses Logo das erste Mal gesehen habe, da habe ich gedacht, oh Gott, so sehen die aus. Du meinst, du meinst das Maskottchen, ja, nicht das Logo. Ne, du meinst das genau. Genau. Ja, ja. Ja, nee, das ist der Eddie, das ist deren Maskottchen. Ja. Kannst du dich an ein Lied erinnern, das rauf und runter gespielt worden ist im Radio damals, also so als du jung warst, also so in den 60ern oder so, oder vielleicht auch als du Kind warst, in den 50ern? Und Anschlussfrage an mich, würdest du dieses Lieblingslied deiner Mutter covern? Ich weiß nämlich ein Lied, von dem du mir erzählt hast. Nee, da gab es aber noch ein anderes, The Great Pretender. Von den Platters, glaube ich. Ja. Und das habe ich tatsächlich mal gecovert. Jetzt habe ich Gänsehaut auf dem... Das habe ich tatsächlich mal gecovert. Ja. Oh, yes. Ja, doch, da war ich in dem Internat. Ja, natürlich. Habe ich auch hier. Genau, das habe ich gecovert vor 20 Jahren oder so. Ja. Und habe es jetzt zum Geburtstag geschenkt. Genau, jetzt ist der Groschen gefallen. Aber nein, das werdet ihr nicht zu hören bekommen. Das bleibt nur hier. Das habe ich jetzt in Frage, weil die kenne ich tatsächlich. Das weiß ich nicht. Ich habe von euch ja zu Hause, beziehungsweise bei uns im Lost Place steht die, eure Vinyl-Single-Sammlung, die ganzen Single-Platten. Oh ja. Die habe ich ja jetzt. Mhm. Kannst du dich erinnern, was da so mit die ersten waren, die
du oder die ihr euch damals gekauft habt? Würde ich gerne sagen, aber da waren auch ein paar Jazzplatten dabei. Ja, genau, da ist Jazz, aber auch ganz viel Stones und Beatles. Ja, genau. Und anderer super schräger 60er, also auch so Popcorn. Genau. Ja, das war für unsere Kellerbar. Wir haben ja eine Kellerbar gehabt und haben da dann Schallplatten aufgelegt und Freunde von uns haben dann irgendwelche Mikros und Lautsprecher gebastelt und dann, ja, wir haben sehr jung geheiratet, Papi und ich, und wir haben praktisch, so jung wie wir waren, erstmal unsere Jugend nachgeholt, die wir vorher so gar nicht hatten. Und ganz interessant, ihr hättet auch eigentlich später heiraten können. Wir haben aber so früh geheiratet, damit überhaupt erlaubt war, dass ihr zusammenzieht. So ist weil das. Du warst noch nicht volljährig, weil damals waren wir mit 20 erst volljährig. Ja, mit 21. Ja, sorry, mit 21, genau. Und du warst 20, als ihr geheiratet habt und mein Vater 23. Aber jetzt hör mal hier, ja? Hör mal. Du kannst zu Recht stolz auf deinen Sohn sein, sagt hier jemand. Ach, wie süß. Und jetzt hast du die Chance, mich mit Komplimenten zu überschütten, denn die Frage ist, welche Eigenschaft schätzt du am meisten an Chris? So, ich höre. Das ist eigentlich mit einem Satz gesagt. Die Offenheit. Also die Offenheit, dass wir uns eigentlich soweit alles sagen, was im bestimmten Bereich, was uns angeht, auch sein kann und darf. Und das ist die Offenheit. Und vor allen Dingen, es wird nie, nie langweilig. Das war von Anfang an nicht. Der konnte noch nicht mal laufen. Es war von Anfang an nie langweilig. Mir war auch tatsächlich mir selber noch nie langweilig. Stimmt. Ich bekomme häufig die Frage gestellt, was machst du, wenn dir langweilig ist? Und sag ich immer, was ist das? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich kenne keine Langeweile. Nee. Chris hat in einem Koch-Livestream erwähnt, dass er in Bayern, also München, Fragezeichen, im Kindergarten war. Wie lange habt ihr in Bayern gewohnt? Und wenn es München war, in welchem Stadtteil? Jetzt kommt, mach mal ein paar Zahlen hier. Ich weiß die Zahlen, glaube ich, noch. Und die Stadtteile. In Gräfelfing, München-Gräfelfing, haben wir gewohnt. Hatten auch dort ein Haus gebaut. Aber das erste Haus in München, war es nicht Lochham? Lochham haben wir erstmal. Das war ganz kurz nur, weil der Umzug musste beruflichen Gründen, wegen Papi, schnell sein, und dann haben wir währenddessen, wo wir da wohnten, ein Haus gebaut, und eigentlich wären wir da auch noch, aber erst wieder versetzt worden, dummerweise, ja, wie auch immer. Aber es war wir sind nach München gezogen, meine ich, 1983 bis 87, 88. Du warst in der zweiten oder ersten Klasse, als wir... Ich bin 86 eingeschult. 86. Und zur zweiten bin ich 1987, genau. Okay. Und du warst noch nicht drei Jahre alt, du warst noch nicht im Kindergarten. Genau. Das heißt, dann sind wir so ungefähr 82, 83 umgezogen. Ja, so 82. Ich weiß, so meine ersten wirklichen Erinnerungen sind eigentlich alle München. Ja. So. Ja, und auch tolle Freunde, und einige hast du ja noch. Ja, natürlich. Und das finde ich. Also ich habe tatsächlich meine langjährigsten Freunde, Johannes. Der wollte immer schon Pilot werden. Er ist Pilot geworden. Ja. Tillmann, der ist der künstlerische Leiter der Staatsoper in Hamburg. Ohne richtig, Tillmann gäbe es das Cover zu Swan Songs 3 nicht, weil das war unsere Tür zur Staatsoper, dass wir die Fotos da gemacht haben. Ach, ja, richtig. Ja, natürlich. Ja, richtig. Und richtig. Ja, das sind so die... Die hätte ich auch gern mal wieder gesehen. Die direktesten Kontakte, die ich noch habe, tatsächlich. Mhm. So. Und das sind, Mensch, krass. Das heißt, ich kenne... Aber ich habe zu allen Müttern. Ja, aber ich bin mit drei in den Kindergarten gekommen. Das heißt, ich kann tatsächlich sagen, dass ich bestimmte Freunde seit 40 Jahren habe. Ja. Boah, ich fühle mich schlagartig unglaublich alt. Ja, was soll ich denn sagen? Also wollen wir Du bist Ende 50, entspann dich mal. Du weißt das... Nein, lassen wir das mal hier weg. Nein, du wirst dieses Jahr 80. Ja. 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 Aber das sieht man doch nicht. Guck dich doch mal an. 80. Ja, jeder denkt, ich habe meine Haare gefärbt. Habe ich nicht. Ja, aber guck doch mal in den Spiegel. Und wenn ich ohne Brille in den Spiegel gucke... Dann sieht alles besser aus. Ja, aber das ist bei mir genau, auch so. Dann frage ich auch immer... Nein, ich sehe wirklich nicht so alt aus. Setze ich diese Brille, und die ist jetzt auch noch neu und noch besser eingerichtet, setze ich diese Brille auf,
Scheiße. Dann setz sie doch nicht auf. Wenn ich in den Spiegel gucke. Ja, genau. Erinnerst du dich, was Chris' erste Gesangsversuche zu Hause waren und hat er damals seine Schreie geübt? Nein, daran kann ich mich wirklich nicht erinnern. Oh, da bin ich froh, dass du mich dann, auch nicht an Schreie. Bist du in den Keller gegangen? Nein, oder wie? Ich habe lauthals, als wir in Hamburg gewohnt haben, ja, in dem ersten Haus in Hamburg, da habe ich doch mit meiner Gibson Les Paul Gitarre und der fetten Marshall Wand laut. Ja, aber dann bin ich ja froh, dass du das verdrängt hast, weil vielleicht, dass ich so viel rumgeschrien habe. Ich habe aber vielleicht auch das mit Absicht immer gemacht, wenn ihr nicht da wart. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das habe ich ja selber auch, wenn ich gesungen habe. Ich habe ja im Chor auch gesungen früher. Dann habe ich auch, was ich geübt habe, habe ich auch immer geguckt, ob ich möglichst alleine zu Hause bin. Welche Gefühle hast du beim ersten Hören von One Last Song gehabt, das von Chris als das Persönlichste seiner Lieder beschrieben wird? Ich habe jetzt schon wieder bei dieser Frage auch, ich höre es praktisch im Kopf, stiegen mir auch die Tränen auf, ja. Und jedes Mal wieder, stimmt. Hier ist eine Frage an mich und die Frage ist, ob ich meine Mutter zu meiner Bühnenpersönlichkeit konsultiere und mir Ratschläge hole. Ja, jetzt nicht direkt. Also ich glaube, ich habe jetzt nie direkt gefragt, hast du eine Idee für, wie soll ich denn mal aussehen? Aber das passiert ganz unterbewusst dadurch, dass meine Mutter früher ja von den 60ern bis Anfang 80er als Model hauptberuflich gearbeitet hat. Und ich natürlich durch die ganzen Fotos und diverse Auseinandersetzungen, nicht im Sinne von Streit, sondern sich damit auseinandersetzen, mit Stil und Make-up und so, schon als Kind, als Kind war das schon für mich interessant, mir diese Sachen anzuschauen. Und das heißt, wenn ich dann mit irgendwelchen Bühnenoutfits um die Ecke kam, haben wir tatsächlich häufiger schon darüber gesprochen. Und dann kam das eigentlich ganz automatisch, dass wir mal Sachen zusammen versucht haben. Ach, probier doch mal so oder so, oder genau, mach das mal kürzer oder länger oder so. Ja, du hast mir auch ganz gute Gene hinterlassen. Das ist ja auch ganz schön. Ja. Also danke auch dafür. Das hast du gut gemacht. Gibt es eine Eigenschaft, die Sie an Chris nervt und ihn dafür am liebsten auf die stille Treppe schicken würde? Was ich glaube, kennst du nicht denn die stille Treppe? Da, nee. Guck mal, könnt ihr mal sehen, vernünftige Erziehung. Meine Mutter weiß nicht, was die stille was Treppe ist. Was ist das? Ach, die stille Treppe, das ist dieses, was Kinder so in der Schule machen müssen, wenn sie sich in die Ecke stellen müssen. Ach. Oder auf die Treppe gehen und, weißt du, und hinsetzen, Fresse halten eine halbe Stunde. Gibt es was dich nervt, wofür du mich gerne mal auf die stille Treppe setzen möchtest? Nein, ich glaube, wenn mich tatsächlich aus irgendwelchen Gründen mich irgendetwas genervt, wenn du hast, warst immer in Bewegung und so. Und dann kann es nur gewesen sein, wo man vielleicht selber mal nicht so gefühlt hat. Ich glaube, es geht um jetzt. Gibt es jetzt eine Eigenschaft, die dich nervt, wofür du mich gerne auf die stille Treppe schicken möchtest? Nö. Ich bin ganz gespannt. Nein? Nö. Ich würde sonst kurz auf die stille Treppe gehen. Nee. Okay. Nee. Nö. Okay, das ist auch interessant. Hier geht es, diese Frage kam sehr häufig, deshalb stelle ich sie mal allgemein. Viele Mails kamen maßgeblich von Mädels und Frauen, die sagen, dass sie das sehr, deine Modelkarriere sehr bewundert haben und stellen häufig eben die Frage, unter anderem, wie es dazu kam, aber eben auch deine Auseinandersetzung mit Feminismus in der damaligen Zeit und heute. So, wie war so der Umgang mit Models? War das so chauvinistisch, wie man sich das vorstellt? Oder was war das so für eine Welt? Hast du auch negative Erfahrungen? Ich versuche das alles zusammenzufassen. Einfach mal so ein bisschen so ein... erzähl mal einen Schwank aus deiner Modelzeit. Ja, auch gerade vielleicht die unschönen Dinge. So, weil es war ja sicherlich auch nicht alles Zuckerschlecken. Ne? Ich konnte es mir aussuchen. Man kriegte Anfragen und ich habe immer genau gefragt, um was geht es? Wo ist das? Wer macht das? Dann wusste ich schon in etwa Bescheid. Und das, was einem nicht gefallen hat oder was mir nicht gefallen hat, das habe ich nicht angenommen. Ganz einfach. Aber hattest du mal unangenehme Erlebnisse von irgendwelchen Fotografen, die irgendwie anfingen, dich zu begrabbeln oder Kollegen? Ja, oder? Ich habe eine Nichte-Namen, das ist klar.
Ich kannte einen, der hat also auch viele Werbefotos gemacht und sehr erfolgreich auch. Die sind auch dabei, wie die man hier sehen kann. Und wir hatten viel Spaß und richtig netter. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir ein paar Fotos machen könnte. Er hatte das schon mal mir viele geschenkt. Und ich brauchte neue Fotos. Und er hat gesagt, ja. Ich hatte jetzt beinahe gesagt, wo es ist. Ich sage es nicht. Nicht, wo es ist und wie er heißt. Ja, kannst du kommen. Und dann bin ich gekommen. Und dann hat er mir ins Gesicht gesagt, ich mache das gerne für dich, Marion. Aber du kannst mir auch einen Gefallen tun. Und ich dachte, was kommt denn jetzt? Ja, ich hätte gerne von dir oben ohne. Und das war nicht, ich habe mich nicht mal mit Unterwäsche fotografieren lassen. Das war so ein Abkommen auch zwischen, ich war bereits verheiratet mit Papi. Und das mochte ich nicht. Also das waren so, ich hatte meine Grenzen, das mochte ich nicht. Und ich machte gerne die Fotos, aber ich hätte gerne so ein paar Aktfotos von dir. Das ist doch kein Problem, wir kennen uns doch schon gut, so ungefähr. Dann hätte ich aber gerne auch ein paar Aktfotos von dir. Nein, ich war entsetzt. Ich kam dahin, ich war ganz enttäuscht, ich habe mich schon gefragt, ich brauchte wirklich neues Material. Und war ich ganz enttäuscht, der war total verändert. Und also ich konnte mir das, dann habe ich gedacht, erst, naja, ein schlechter Witz oder so. Und dann sagt er, nein, ist ernsthaft. Ich mache es gerne und nehme mir die Zeit, aber das hätte ich auch mal gerne von dir. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Und dann sagte, kannst du wieder gehen. Ja, du bist wieder gegangen. Wie man sieht, kamen noch mehr dann andere Leute. Ja, aber ich bin da raus. Ich stand im Flur und mir liefen wirklich so die Tränen runter. Ich denke, das. Und ich habe nichts mehr, und der hat auch sich nicht mehr bei mir gemeldet und ich habe da auch nicht mehr gearbeitet. Ja, ist krass, ne? Also das ist meine ganz fiese, ganz miese Erfahrung. Gibt es irgendeinen Werbejob oder so, an den du dich gerade sehr prägnant erinnerst? Weil das war auch teilweise die Frage. So, gibt es irgendwas, was besonders lustig, besonders schön, besonders unterhaltsam war? Irgendwie eine Fotosession, ein Werbespot für Fernsehen oder was auch immer? Gibt es da so ein paar Sachen, wo du sagst, das ist war besonders interessant? Was ich ganz interessant finde, ist, dass ihr in dem Studio jetzt Filmaufnahmen macht. Das heißt nur inzwischen anders, Markenfilm in Wedel. Ja, Woodland Studios, genau. Heißt es. Da haben wir The Gospel of Judas gemacht, ja. Schwarz-Tot-Gold, ja. Blood and Glitter. Genau, und das ich habe sofort die Adresse gefunden, wir durften ja zugucken. Ja, woran ich mich erinnere, ist, dass ich bin ja da reingerutscht. Also es war eigentlich mehr oder weniger ein Versehen. Kamera, Fotografie hat mich immer interessiert, aber eher hinter der Kamera. Und ein Freund von... Du kannst gerne hinter die Kamera gehen. Ein Freund von Papi, er hatte so studierte Germanistik und hat Werbesprüche und alles, was es da so gibt, gemacht und verkauft auch. Aber ich wollte auch sowas gerne machen und habe den gefragt, wo ist denn das? Ja, komm doch mal ins Studio. Und dann habe ich gemeint, hinter der Kamera. Aber die haben das missverstanden, haben gesagt, ja, Marion, stell dich dann doch mal hinter den Fernseher und nimm ein Glas Wasser, ein Glas Sekt, entschuldige das, ein Glas Sekt. Und lach so, haha, und mach das mal, wenn du das nie gemacht hast. Und ich denke, was soll das? Und dann haben die fotografiert und ich habe 80 Mark dafür gekriegt. Ja. Und ich dachte, das ist ja toll. Ja, und dann haben die sich wieder gemeldet und dann wollten die mich nochmal haben. Das war dann für Blaupunkt. So, und dann bin ich extra vorher zum Friseur, habe die schönen langen Haare abschneiden lassen. Muss ja ordentlich aussehen, hat meine Mutter immer gesagt. Ist total komisch. Und mit der Schminke hatte ich noch nichts am Hut. Also das konnte ich gar nicht. Also ich hatte sowas nicht. Und da war ich vorher in einer Umkleide, wo ein gestandenes Model saß und die hat sich angepinselt und gemacht und getan und hatte Puder verstreut auf dem Fußboden. Und als die dann rausging, hat gesagt, hi, wir sehen uns nachher wieder. Ich sage, ist die rausgegangen, habe ich mich gebückt, habe mir Puder ins Gesicht gemacht. Ja, das war mein Anfang. Und dann kamen die und öfter und dann haben die gesagt, ja, ich müsste mich auch mal woanders vorstellen. Und es gibt ja mehrere Fotografen und dann habe ich das Papi erzählt.
Er hat gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Du bist jetzt da und du bleibst da. Du kannst nicht einfach woanders hingehen. Ja, weil er die Jobstruktur eines freiberuflichen Models verglichen hat mit seiner Festanstellung. Ja, okay. Es war eine ganz, ganz lockere Geschichte. Also ich habe mich nie darum gerissen, also, aber doch hinter der Kamera. Aber dann hast du es wirklich lange gemacht. Hier ist eine Frage an mich zwischendrin mal. Die beantworte ich doch gerne schnell. Hattest du in den letzten Jahren Gesangsunterricht? Besonders live fällt es mir auf, dass deine Stimme im Gegensatz zu früher sehr viel facettenreicher, melodischer und auch sicherer klingt. Nee, hatte ich tatsächlich nicht, aber das ist einfach die viele Übung über die Jahre. Also ich habe ja nicht meine ganze Kindheit singen gelernt, sondern das war eben Cello und dann kamen ein paar andere Instrumente. Das heißt, ich war dann als Teenager auf dem Cello mal einfach richtig, richtig gut. Das kann ich so mit Selbstbewusstsein sagen, aber nicht als Sänger. Und meine ersten Gesangsversuche klangen eher dürftig. Und wenn ich jetzt zurückhöre in ganz frühe Aufnahmen, finde ich es teilweise auch richtig grauenvoll. Nee, ich habe keinen Gesangsunterricht. Ich habe allerdings tatsächlich, das ist ein bisschen wie Passivrauchen. Also ich bin quasi ein passiver Gesangsschüler deshalb, weil ich ganz häufig, wenn ich im Studio mit Sängern arbeite, haben die manchmal auch Vocal Coaches dabei und die erzählen denen dann irgendwelche Sachen oder die Sänger erzählen, wenn die nicht dabei haben, erzählen mir irgendwelche Sachen, was sie so machen. Das heißt, ich habe durch meine Tätigkeit als Musikproduzent quasi so viel nebenbei an Technikkram und Aufwärmübungen und Atemtechniken und so mitbekommen, dass ich wie so ein Passivraucher quasi nebenher so ein bisschen Gesangscoaching hatte. Wir alle kommen gerne nach Hause und freuen uns, dass bestimmte Dinge bei Mama anders schmecken, riechen, sich anfühlen. Was muss noch immer im Haus sein, wenn Chris zu Mama kommt, beziehungsweise was hat Mama immer da, ohne dass es gefordert ist? Also ich glaube, sobald ich hier ankomme, Moment, zeig ich das mal. Ja. Also ich muss gar nicht fragen, wenn ich hier ankomme, dann kannst steht hier... Kannst du die Dinger da wegmachen? Stimmt, wenn das jemand sieht, was sollen die Nachbarn denken? So, Warte, ich mach mir hier einen besseren Ton. Ja. So, was hier immer steht, wenn ich ankomme, ist ein Kännchen Fencheltee. Da könnt ihr mal sehen, wie unglaublich rock'n'roll ich bin. Hier steht mein Prost. Fencheltee. Ganz wichtig, Prost. Ich Pizza. Es Wasser. Muss Fencheltee sein, ohne Anis und ohne Kümmel, sondern wirklich nur Fencheltee. Weil Anis, Kümmel hat dieses Süßholzmäßige, was ich unglaublich eklig finde. Ich finde so einen süßen Nachgeschmack eklig. Das heißt... Purer Fencheltee. Die Frage ist ganz gut. Gibt es ein bestimmtes Musikvideo von uns, was du besonders magst oder interessant findest? Oder? Ein bestimmtes Musikvideo. Genau, es muss jetzt was anderes sein als Sio Soon. Das hatten wir vorhin schon. Ja. Oder was du vielleicht auch besonders schrecklich findest. Es gibt keine, die ich schrecklich finde. Deswegen kann ich im Moment auch gar nicht finden, welches ich besonders mag. Ich mag so viele. Ja, süßen, habe ich das vielleicht von dir geerbt. Ich habe nämlich auch immer meine Schwierigkeiten mit diesen Fragen. Was ist dein Lieblings? Das kann ich nicht. Nee. Süß, jetzt seht ihr, wo es herkommt. So, das dann vergessen wir die Frage. Kommen wir zum nächsten. Durftest du den Nummer 1 Award auch mal anfassen? Oder hat Papa Harms den bewacht, bis Chris aus dem Urlaub kam? Also der kam nämlich tatsächlich hier an. Das Problem war ja, wir waren alle irgendwo die GfK, die Charts sammeln, die brauchten irgendeine Adresse, wo das hingeschickt werden sollte. Und Studio, dann war wieder da keiner da. Und meine Eltern, die ja inzwischen im Rentenalter sind, da ist die Chance, dass sie zu Hause sind, halt etwas größer als bei anderen Sachen. Das heißt, wir haben sie hinschicken lassen. Das heißt, ihr habt den Nummer 1 Award bekommen. Ja, durftest du ihn anfassen? Ja, du hast erlaubt. Aber normalerweise sagt man, oh, das ist toll, da stelle ich mir erstmal hin, bis Chris kommt. Habe ich aber nicht gemacht. Die Angst, es könnte runterfallen, irgendwie kommt man dagegen oder irgendwas fällt drauf. Nein, wir haben uns das angeguckt, ich habe auch vom Papi ja das Foto gemacht. Und dann hat Papi gesagt, stell es doch hier auf die Fensterbank, sieht doch alles so schön aus. Da habe ich gesagt, nein. Wenn ein Einbrecher kommt. Nein, aber was auch immer sein könnte, das kommt ganz schön wieder brav in den Kasten und den Kasten kann ich dann da hinstellen. Und der hat dann auf dich gewartet, der Kasten mit Inhalt. Suchst du zwischendurch die Band deines Sohnes auch mal im Internet? Im Internet? Also Facebook wäre zum Beispiel. Ja, natürlich.
Entschuldigung. Oder YouTube. Ja, ja. Auch das ist Teil des Internets. Ja, ja. Ja, logisch. Ja, wir sind, wie gesagt... Also meine Mutter hat als fast 80-Jährige sogar Instagram. Also. Ja, da gucke ich. Klar. Aber ja, natürlich, wir ganz, ganz automatisch gucken wir da rein. Ich sehe fast alles. Aber eigentlich ist es tatsächlich so, dass eigentlich meine Eltern Facebook und das Internet nicht so richtig brauchen, weil ich tatsächlich nach wie vor auch als 43-jähriger alter Mann, als 43-jähriger Musiker, immer wenn ich irgendwo bin, auf Tour oder ein Video drehe oder eine Fotosession oder im Studio, eigentlich auch immer berichte, was wir machen, wo ich hinfahre, genau. Bilder schick, Videos schick. Ja, und da bin ich sehr, sehr froh drüber. So, genau. Was ich auch besonders finde, ist, wenn, sobald die Band unterwegs ist, auch mit dem Tourbus und ein Ziel ansteuert. Ach ja. Und wenn dann, ich habe gesagt, du musst nicht groß mich nicht anrufen, du musst gar nichts ganz groß, sondern einfach mal auf WhatsApp, nur einfach da. Also je nach Motto, ich bin da. Ne, das heißt da, das ist beruhigend, denn das kann ja alles Mögliche sein, irgendwie unterwegs oder. Besonders lustig ist aber, wenn ihr vergessen habt oder wenn ich euch vergessen habe zu sagen, dass wir überhaupt irgendwo hinfahren. Ja. Weil meine Eltern haben einen Kalender hier, wo eigentlich alle Daten drinstehen, also einen haptischen Kalender zum Anfassen, der hier in der Küche hängt. Richtig, mit wo man schreibt. Teilweise wissen die dann aber gar nicht, dass ich jetzt, keine Ahnung, nach Bulgarien fahre oder so. Und dann bekommen die auf einmal eine Nachricht, da. Und dann kommt die Frage, wo? Und warum? Ich bin in Bulgarien. Ach was. Ja, also ihr seht, hier wird sich nach wie vor ausgetauscht. Nicht nur hier in dem Moment, sondern auch generell. Und ja, wir beenden das jetzt hier. Vielen Dank für eure Fragen. Das waren viele hundert Fragen. Wir konnten natürlich nicht alle beantworten. Hoffentlich ausreichend für euch. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich ja schriftlich noch ein paar Sachen nachreichen für euch. Das mache ich sehr gern. Und ja, wir sehen uns jetzt auch das letzte Mal, bevor ich nach Köln fahre zum ESC-Voranschein. Ja. Ja. Hm. Okay. Ich trinke jetzt mal mein Pfännchen. Bye, bye. Alles gut.